Willkommen zurück zu einer weiteren Folge in der KSP-Serie im Hard Mode. Und zuletzt haben wir eine Menge Science gesammelt. Die werden wir jetzt auch gleich investieren. Und zwar würde ich sagen, die brauchen wir noch nicht. Ja, den Barometer investieren wir gleich in neue Science. Das wäre natürlich ganz gut. RCS und vor allem die Lander Can, dann hätten wir auch einen Lander Contract wahrscheinlich. Ich glaube, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, eine Landung mit dieser 30 Parts Begrenzung, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und deswegen werde ich das auch mal lassen. Und gerade weil wir 30 Parts haben, werde ich hier mal auf die große Rocket gehen. Okay. Und dann schauen wir mal, was die Contracts machen. Sehr schön. Da haben wir jetzt erstmal schon den Satelliten. Okay. Minmus, die erste Minmus-Mission, die anderen lassen wir mal. Den können wir eigentlich auch noch mal kurz mitnehmen. Vielleicht kriegen wir einen neuen dafür auch. Okay. Und dann geht's auch los. Ja. Was war das jetzt? Kickback. Staging. Okay. Den hier. Sehr gut. Nehmen wir da auf jeden Fall die Fallschirme mit. Machen wir es so. Nehmen mal 4 und dann das noch. Staging korrigieren und 3039 Delta V, das brauchen wir eigentlich nicht. Ich nehme einfach mal so viel. Und reduziere den Schub. Ja, auf 4 können wir schon gehen. Und ja, da können wir gleich mal schauen, ob die Fallschirme den dann auch halten. Aber müssten sie eigentlich 4 Fallschirme, ist ja eigentlich lächerlich. Hätte ich mir jetzt eigentlich auch schenken können. Gut, Contract erfüllt. Ja, der geht gut ab. Ist aber auch so gut wie nicht steuerbar. Ja. Ein schöner Tag. Auf Körben. Kann man gar nicht meckern. Wolkenloser Himmel, also super Wetter. Thema Wolken hatten wir ja schon. Und ja, wir steigen noch. Jetzt nicht mehr. Okay, Speed geht immer noch hoch. Trotz der Fallschirme. Gut. Sieht eigentlich auch ziemlich geil aus von hier oben. Also es ist schon sehr viel, sehr gut gemacht. Und ja, jetzt also zum Minmus. Wir können uns gleich mal überlegen, was brauchen wir denn da? Wir können es gleich mal schauen.
A new unmanned probe. Okay. Gut. Apoapsis 453, Periapsis 207, Inclination 30 degrees, okay. Und aha, Science Junior, Mystery Goo. Okay, Science Junior und Mystery Goo, das war's. Ich kann hier mal beschleunigen. So, den haben wir jetzt komplett wiederbekommen. So könnten wir dann eigentlich auch in der Art mit wiederverwendbaren Liftern arbeiten, dass wir irgendwelche Heavy Payloads, also irgendwelche ganz schweren Sachen, die in den Orbit müssen, irgendwie nach oben befördern und dann aber die untere Stage auf jeden Fall recovern können. Mit Fallschirmen und dass wir die dann in die Atmosphäre wiederholen. So. Ja, 3000. Okay, dann geht's an den Bau der Sonde. Ich würde sagen, wir fangen in diesem Fall wieder neu an. Wir nehmen die und bauen uns da den Science Junior drunter und dann noch den Mystery Goo, den packen wir hier rein. Okay, wieder rein damit und ab dafür, nicht ganz so hoch, so schön in der Mitte. Dann habe ich den Spirometer ja auch freigeschalten. Den nehmen wir selbstverständlich auch mit. Die Dinger wiegen ja so gut wie nichts. Naja, also nicht der Rede wert. Die können wir also getrost auch nicht symmetrisch anbringen. Dann brauchen wir Kommutron. Den würde ich allerdings an den Tank machen. Gut. Machen wir hier hin. Zweimal. Dann brauchen wir noch eine Engine. Und einen Decoupler. Was haben wir da bekommen? Structural Fuselage. Okay, also wir haben jetzt wirklich schon ein paar Bauteile, die uns wirklich eine Menge weiterhelfen. Batterien braucht man natürlich auch noch. Und Solar Panels. Da würde ich jetzt mal 4 Stück nehmen. Hier ein. Da ein. Okay, bei wie viel Parts sind wir? 17. Das ist ganz gut. Irgendwie gefallen mir die Batterien da überhaupt nicht. Und bei unserem ersten Satellit, erinnere ich mich, haben wir hier ein Inline Reaction Wheel angebracht. Weil ich nämlich nur überlegt habe mit der Batterie. Das lasse ich jetzt mal. Ich probiere es ohne. Ich probiere das Ganze mit Winglets zu machen. Und ja, jetzt brauchen wir. Wollen wir gleich mal die Fetten ausprobieren. Die sind zwar eigentlich nicht nötig. Den nehmen wir auf jeden Fall noch. Das Problem ist einfach, dass wir. Okay. Die noch dazu. Dann sollten wir eigentlich auch ohne
Inline auskommen. So, und jetzt wäre es ja ganz gut, wenn wir da gleich noch die Fette... die fetten Tanks unten hin machen. Wir müssen natürlich trotzdem schauen, dass wir kostengünstig agieren. Die Skipper schalte ich frei. Die klatschen wir hier unten hin. Okay, wie viel Delta wie haben wir? Erstmal Staging kontrollieren. Okay. Ja, da bin ich doch wirklich ganz gut zufrieden damit. Wir sind bei 24.000. Mit dem Preis bin ich nicht zufrieden. Noch hier für die Aerodynamik. Dann will ich eigentlich auf jeden Fall das auch mitnehmen. Einmal. Aber man sieht jetzt schon deutlich, allein durch diese fette Lifter-Stage haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten und können jetzt wirklich Parts sparen. Jetzt noch die Winglets. Nehmen wir 4 Stück und dann sollten wir auch startklar sein. Ich überprüfe nochmal schnell, was bringt uns der Contract. Das sieht man jetzt nicht. Ärgerlich, dass man das jetzt hier nicht sieht. Ich will jetzt nicht extra rausgehen, aber ja. Okay. Wir versuchen es, schauen einfach, wie die ganze Rakete steuerbar ist, speichern das Ganze unter Satellite 2A und Nothing Concerning. Materials Bay haben wir, Mystery Goo haben wir und starten. Gut. Stabil ist sie. Ich feuer mal. Setz dann auch gleich den... Na, komm her. Minmus als Target. Ja, sie zieht leicht nach links und wobbelt. Soll uns jetzt nicht weiter beeindrucken. Wir werden jetzt natürlich auch gleich versuchen, ja, aber ich bin zufrieden. Also sie lässt sich echt ganz gut lenken für das, dass wir jetzt kein Reaction Wheel verbaut haben. Gibt Schlimmeres. Wahrscheinlich, weil die hier so einen fetten Gimbal hat. Unser Schub passt. Bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Ganz ungewohnt.
dass ich die Apoapsis bereits verpasst hatte. Okay. Also die Rakete lässt sich 0,0 lenken. Oder? Ja. Keine Chance. Den müssen wir auch mal recovern. Das ist Debris im Meer. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ja. Hätten wir hier mal ein Manöver, Descending Node. Hoch damit und ab dafür. Und dass wir einfach mal die Inclination korrigieren. Ich habe es versucht, im Aufstieg zu machen, aber das hätten wir dann abstimmen müssen mit unserem Launch. Nicht weiter tragisch jetzt. Wir machen es jetzt an der Stelle. Und wie kriege ich jetzt die Rakete? Ah ja, ein bisschen reagiert sie. Ein bisschen reagiert sie, das ist ganz gut. Somit können wir zumindest den Marker einstellen. Und immerhin, wir haben uns das SRS gespart. Ja, ich sage immer SRS, das Inline Reaction Wheel. In 40 Sekunden 251 Delta V. Ist genehmigt. Machen wir. Inclination Change. So, das sollte reichen. Ja, bin ich zufrieden damit. Und dann geht es jetzt auch ab. Ich weiß jetzt den Face Angle leider nicht. Werden mal schauen. Aber bei den Monden braucht man die eigentlich auch nicht, ganz ehrlich. So, der ist ja relativ langsam. Closest Approach, da sind wir zu langsam. So, dann schauen wir uns den mal an. Ah, so. Focus View. Okay. Wir müssen hier hin. Wo ist die Manöver-Node? Da. Minimus Escape. Das heißt, wir müssen die E rumbringen noch. Okay, das war nichts. Wieso ist es so sensibel heute? Ich kann das kaum einstellen, das ist echt. Bin ich gar nicht. Habe ich gar nicht so in Erinnerung. Okay, 92.000. Brauchen wir natürlich nicht. Wir gehen da ein bisschen weiter raus. Also selbst das Mausrad ist so heftig. Mausrad ist so heftig, dass ich es mir jetzt komplett verstellt habe. So, haben wir denn jetzt genau unseren. Also es wird schon Zeit, dass wir. Ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich gehe eh auf Kollisionskurs.
Aber wir machen das, wenn wir im Einflussbereich vom Minimus sind. Die Rakete ist zu schwer steuerbar, dass ich da jetzt hier solche Experimente mache. Und wir haben auch kein RCS. Wir begeben uns jetzt erstmal in den Einflussbereich von Minmus und können dann alles weitere machen. Wir haben Treibstoff gerade genug. Okay. Soll mir reichen. Was sagt unsere Stage? Ach so, genau. Ich wollte ja auf Kollisionskurs gehen. Das können wir aber jetzt noch machen. Ist mir eh lieber. Zack. Noch ein bisschen. Bisschen. Jetzt lassen wir es umdrehen. So. Okay. Sehr schön. Noch ein bisschen. Müsste gut laufen. Wir separaten. Und zwar genau in die Richtung, wo wir eigentlich zeigen. Ist sehr gut sogar, genau. Und aktivieren die. Und burnen jetzt eigentlich den Rest. So. Wir werden jetzt auch mal ein bisschen weiter noch. Okay. Ja, so ist eigentlich sehr passend. Und weg ist sie. Hallo? Was soll denn das? Juhu! Ein neuer Bug. Ganze nochmal. Dann machen wir den anderen Weg. Nee, das machen wir nicht. Wenn, dann machen wir schon beide in einem. Inclination. Jetzt ist sie wieder weg. Was ist es? Komm, leck mich. Okay, irgendwas spackt.
ich weiß nicht was. Wenn es euch auffällt, wenn ich schuld sein sollte, bitte unbedingt mitteilen. Ich habe keine Ahnung, kenne ich so noch nicht. Ich mache das jetzt nach Augenmaß. So. Bisschen komisch ist das schon. Ich hoffe, die Note passt jetzt. Was brauchen wir jetzt noch? Setzen wir eine neue. Ich bringe erst noch den Ding runter. Gut, sind wir jetzt einigermaßen, ich kann es nicht genau sehen. Ich glaube, so ist ganz gut. Retro. Nochmal runter. Noch ein bisschen rüber. Genau. Und Pro Grade noch. Nochmal ein bisschen rüber. Ja, so gefällst du mir schon besser. So. Bin der Meinung, sollte ausreichend genau sein. Wir werden sehen. Warp to next Manöver. Ihr wisst ja, wir werden sehen. Science holen wir uns dann alles. Ich werde das Video großzügig schneiden, weil so geht's auch nicht. Was da jetzt, die Bugs werde ich schon zeigen, weil es ist ja auch immer ganz witzig, beziehungsweise auch gut zu wissen, wenn an der einen oder anderen Stelle ein Bug ist. So. Passt hinten und vorne nicht. Würde mich wundern. Doch, passt. Okay, gut. So genau ging es dann doch nicht. Was wir jetzt natürlich machen, ist Science. Und zwar will ich einmal das hier. Erstmal die Antennen ausfahren. So. Und dann können wir das auch senden. Einmal Mystery Goo, bitte senden, und einmal Temperature, bitte senden, und dann werden wir in den niedrigen Orbit gehen. Können wir eigentlich gleich hier an der Stelle machen. Unser Debris sollte eigentlich hier eingeschlagen sein. Habe ich jetzt in der ganzen Hektik hin und her gar nicht beobachtet. Der hat aber auch Power.
Okay, wie weit bringen wir es runter? Ich weiß jetzt gar nicht, was nah ist. Gehen wir auf 22.000. Ist ganz okay. So. Da machen wir jetzt den Gu. Near. Transmit. Log Temperature. Transmit. Jetzt wird uns der Saft ausgehen. Ich spule mal. Ah, ich hätte noch locken können. Kann ich nicht machen. Das war jetzt ein bisschen dämlich, kostet noch mal Zeit. Müssen wir noch mal rum. Ja, ist halt ein Riesensatellit. So. Observe. Keep Data. Log Pressure. Keep Data. Und Log Temperature. Brauchen wir nicht. Gut. Dann raus wieder in die Sonne. Und Review. Transmit. Das geht nicht mehr. Und Review. Transmit. Da haben wir alles near und können jetzt eh nichts mehr machen. Von daher ist diese Mission abgeschlossen. Und ja, es war schon ein ganz schönes Gefrett, muss ich sagen, da mit diesen Manöver-Nodes und so. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal auch ein bisschen, ist schon fast, ich mache es mir schwerer mit Manöver-Nodes, als wenn ich ohne fliege. Manchmal. Okay. Science Data from Space Around the Moon. Es wechselt sich wirklich ab. Jetzt brauchen wir wieder vorrangig Kohle. Das gibt nur 22.000. Was hat denn das jetzt hier eigentlich gebracht? 93.000. Plus 33, okay, 126, wie unsere Rakete hat, glaube ich, 24. Also 100.000 gut gemacht, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal die fetten aber die bringen alle noch gar nicht so viel Kohle. Okay. Dann würde ich den annehmen. Und den. Und dann würde ich sagen, wir schicken die Valentina mal auf den Mann und da soll die mal eine Flagge setzen. Weil jetzt haben wir eigentlich genau die Bauteile, die wir auch noch brauchen. Ich werde jetzt noch die letzten freischalten.
die wir eventuell benötigen, die nicht, die auch nicht, die auch nicht. Genau, dann nehmen wir die. Die schalte ich frei. Die nehme ich auch gleich alle, die sind nämlich ganz gut. Und ja, ich unterbreche mal an der Stelle und werde mir schon mal eine Rakete zusammenbauen, die hoffentlich auch die Valentina sicher auf die Mondoberfläche bringt. Bis später.